Das rollende Museum der ADAC Deutschland Klassik 2019 macht sich wieder auf den Weg. Vor den über 100 historischen und klassischen Fahrzeugen liegt die mit 204 Kilometern längste Wanderung der diesjährigen Tour. Ich freue mich einfach, durch den Harz zu fahren. Wir fahren heute bestimmt schöne Strecken. Wir sind gestern auch schon super landschaftliche Strecken gefahren, die auch die Einheimischen noch nicht kannten. Die Reise führt durch den Nordharz. Einmal mehr überzeugt die Landschaft mit wunderschöner Kulisse. Wundernswert ist, dass man dann in den Bundesländern wirklich das Land kennenlernt, die Umgebung, die normalen Häuser und nicht nur das, was in den Prospekten so Wellness, Hotel und so. Und hier sieht man die Bürger. Die Oldtimer bewegen sich wie Zeitmaschinen aus längst vergangenen Tagen mühelos durch die Region. Auch bei den Wanderpausen wird es historisch. Das Klostergut Wöltingerode begeistert seine Besucher seit über 830 Jahren. Und auch das Weltkulturerbe Rammelsberg blickt auf eine über 1000-jährige Geschichte zurück. Das war toll. Also ich fand's toll. Ne? So was muss man halt im Leben mal gesehen haben. Ne? Und das ist bei dieser Fahrt die Gelegenheit. Die ADAC Deutschland Klassik 2019. Eindrucksvoll, ereignisreich und vor allem entspannt.